Hallo, ihr Süßen. So, das ist immer wieder neue Woche, neues Glück. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenendportal gerutscht, geschlittert oder geflohen, wie auch immer. Die Sonne lacht vom Himmelszelt. Ja, in unsere wundervolle, bunte Rudelwelt, ne, würde ich mal sagen. Und wir schauen mal, was uns die Wochenenergie so mitgibt. Ne, so die Top-Überschrift über sämtliche Legungen in der Woche. Wenn das für dich so stimmig ist, natürlich kannst du diese Legung auch einzeln sehen, als Einzelbotschaft, aber so manchmal ist schon was dran, ne? Wenn das so der Schirm ist über allen anderen Legungen und die stehen dann so unter dieser Flagge. Ich finde, das hat was ganz Besonderes, ne? Und ich freue mich total, dass wir hier alle wieder gemeinsam sind. Schön, dass ihr da seid. Möchte mich wieder ganz, ganz herzlich bedanken bei eurer vielen, vielen, vielen herzlichen Wertschätzungen zu mir. Übers Wertschätzungskonto. Vielen herzlichen Dank. Auch dort lese ich eure lieben Grüße. Und auch vielen herzlichen Dank für eure Post. Es ist auch wieder was Neues für den Runenbeutel gekommen. Ich bin gespannt, wann sich es zum ersten Mal zeigt. Ja, und vielen herzlichen Dank, dass ihr mich mit euren Likes, Kommentaren und natürlich auch Abos unterstützt. Nicht nur mich, sondern uns. Und dass wir so fleißig wachsen. Herzlichen, herzlichen Dank. Und ich würde mal sagen, es geht los, ne, mit Deborah Blakes Everyday Witch Tarot. Und sind wir heute in der Gefährtenlegung? Oh, ein Schlückchen Kaffee hier. Schöne Weiber trinken aus schwarz-golden-weißen Pötten, gell? Oder aus weiß-rot-schwarzen. Also ihr findet die Community-Pötte in der Infobox im Shop verlinkt, wollte ich schon sagen. Nein, der Shop ist in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr die Community-Pötte und natürlich auch viele weitere schöne Dinge zum Stöbern und natürlich auch den Erhard. Ne? Also Erhard Aliquando, deine Geschichte bist du. Da legen wir auch gleich mit. So, jetzt aber. Und ansonsten lehnt euch zurück. Wir sind in der Freizeit, die freie Zeit. Wir sind gerade frei von Zeit. Ne? Das ist auch noch eine schöne Metapher. Moment, ich muss aber hier ein bisschen. So könnte es was werden, weil wir müssen ja die Gefährten dann auch stapeln. Gell? So. Dann schauen wir mal, was schleppt der Esel? Der trägt ja so die Top-Botschaft in der Woche. Und da sind wir mal sehr, also wirklich sehr gespannt. Schon fast überspannt. Mögt es sich entladen. Oh, hier ist es auch schon. Aha, Die drei der Münzen. Ja, da denkt man ja erstmal so, nur ja, ne, wenn die gefallen ist, oh, die drei der Münzen. Worum geht es denn bei der drei der Münzen? Also es geht darum, dass etwas besser wird. Ne? Da gilt jetzt erstmal zu klären, was hing denn schief? Ne? Die drei der Münzen ist immer so ein bestimmtes Teamwork. Man tut was dafür, dass es besser wird. Man arbeitet an etwas. Man bemüht sich, etwas zu verbessern. Und wenn du die Welt ein kleines bisschen besser machst, ne? Aber wir wollen da noch mal tiefer schauen, was darf denn hier besser werden? Was denn? Jetzt muss ich aber erst mal, Achtung, lieber Heiland, das ist ja jetzt hier ganz, ganz, ganz tief. Oh, da haben wir noch eine 3. Und die ist wichtig, habt ihr den Kuckuck gehört? Die 3 der Kelche. Bei der 3 der Kelche geht es um Ernte, Dankbarkeit. Und da geht es aber auch um so eine gewisse Prise Anziehungskraft. Also man könnte hier auch sagen, hier nimmt was wieder zu, hier wird etwas besser. Es wird aber von mehreren Seiten dazu beigetragen. Also die Umstände spielen eine Rolle. Man kann hier in eine neue Ernte gehen oder man nutzt hier die Chance, Gefühle zu erfahren. Oder hier ist eine ganz starke erotische Anziehungskraft. Und durch die drei der Münzen spielen da aber so die äußeren Umstände eine große Rolle, die dazu beitragen, dass das geschehen kann. Na, also mehrere Kräfte sind hier nötig. Es reicht nicht, wenn du allein sagst, jawohl, ich schmeiß mich heute mal ins kleine Schwarze, ne? Oder ins ganz, ganz kleine Schwarze. Ne? Also unten drunter ist ja vielleicht auch noch was. Ne? Das reicht nicht aus. Ne, also da muss auch noch von der anderen Seite eine entsprechende Energie investiert werden. Ne? Sagen wir es mal so. Wenn du jetzt zum Beispiel hier auf das ganze Liebesgedöns schaust mit Erotik und Tralala und Obsasa, ne? Also da kommt dann durch die Umstände von beiden Seiten kommt da so der gewisse, ihr wisst schon, das kommt dann so rein. Und wenn es aber hier um was ganz anderes geht, ne? Zum Beispiel, dass man gemeinsam etwas erschafft, was man in die Ernte bringen will, ne? Weil die drei der Kelche ist ja auch die Karte der Ernte und Dankbarkeit. Auch dann sind da die Kräfte von allen notwendig, von allen Beteiligten, die ernten wollen, ne? Es reicht nicht,
wenn einer allein was tut. Na, also das ist also wirklich eine Energie, die muss von beiden Seiten, muss die da sein. So, darum geht es. Und jetzt schauen wir mal mit Erhard Aliquando, was sich da noch dazu gesellt. Also wenn es hier knistert, ne, da kannst du sicher sein in dieser Woche. Das liegt nicht nur an dir, ne? Da knistert es auch beim Gegenüber. Oder der will dann vielleicht auch, dass es knistert. Und vielleicht wollt ihr das auch beide, ne? Da schaukelt sich sowas hoch, ne? Die 3 der Münzen ist ja auch eine Schwingungserhöhung. Upsassa, hopsassa. Die mischen wir nochmal. Hier geht es um Beziehungen. Vielleicht auch um Vertragliches. Passt mal auf. Hier wird es aber jetzt auch wieder spannend. Also es kann um Beziehungen im Sinne von partnerschaftlicher Beziehung gehen. Es kann aber auch um was Geschäftliches gehen. Erstmal geht es darum, dass man hier dem Ruf der Seele folgt. Ne? Und wenn eine Anziehungskraft da ist mit der 3 der Kelche, dann spürt man die auf beiden Seiten. Das heißt, wenn du dich hingezogen fühlst in diesen Tagen, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Gegenüber sich auch hingezogen fühlt, weil hier die 3 der Münzen ist und die spricht eben dafür, dass äußere Umstände und natürlich auch die Kraft anderer Beteiligter oder des Beteiligten hier mitwirken müssen, sonst funktioniert es nicht. Ne? Einer allein reißt hier nichts rum, aber wenn du hier spürst, es knistert, dann kannst du davon ausgehen, es knistert auch auf der anderen Seite. Ne? Dem Ruf der Seele folgen, dem Knistern nachgehen. So. Dann haben wir hier vermissen. Hier liegt nämlich ein, hey, ich vermisse dich so und ich will hier in die Ernte gehen. Ich will hier, ich will hier in den Energieaustausch vielleicht auch gehen. Ich will diese Erfahrung in der Liebe machen. Die Chance, dieses Gefühl zu erleben. Die 3 ist die gute Chance, ins Gefühl zu gehen. Ne? Also bisher ist hier jemand sehr im Gefühl, weil hinter dem Vermissen liegt auch noch der Mangel. Hier fehlt etwas wirklich. Ne? Also da ist gerade keine Spur von Ernte. Ne? Im Gegenteil, hier hat es die Ernte verhagelt. Und das soll jetzt wieder geändert werden. Hier geht es um Invest. Ja? Hier will jemand investieren und zwar in eine Beziehung. Da haben wir es. Und das kann natürlich zwischenmenschlich sein. Ne? Mit dem ganzen Geflitter und Geglitzer und ne, wer auf die Liebe schaut. Es kann aber natürlich auch um was Vertragliches gehen oder um eine andersartige Bindung, ne, die vielleicht auch als Wein etwas verflixt und verknuspelt sein kann, ne, mit dem Zauberknoten. Also hier schaut man sozusagen, also hier will man aus dem Mangel und aus dem Vermissen raus. Ja, man folgt hier dem Ruf seiner Seele. Und wenn man das tut und man fühlt hier eine Anziehungskraft, man fühlt hier vielleicht auch die Liebe in der Luft liegen, dann kann man davon ausgehen, mit der 3 der Münzen ist das von der anderen Seite her auch so, man läuft hier so in offene Türen. Ne? Zumal wir hier auch so ein offenes Portal haben. Schaut, da seht ihr es. Ne? Und man muss hier also gemeinsam was dafür tun, ne, dass etwas läuft. Sonst funktioniert es nicht. Aber ich bin mir sicher, diese Anziehungskraft und dieses Seelenziehen, ja, das spürst du nur, wenn da eine Resonanz ist auf der anderen Seite. Weil sonst würde die Energie ins Leere laufen. Ne? Also man fühlt sich hier ganz schön hingezogen. Ne? Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. So, dann schauen wir mal, welche Rune oder welches Symbol sich da jetzt noch drauflegt. Außerdem, am außerallerdingsten, liegt hier keine Person und das zeigt deutlich, es geht um euch beide. Schaut mal da, das ist der Hut, ne? Und der weiß im Endeffekt schon, wie es ausgeht. Man darf hier für sich selber fein werden und klarkommen, um das zu tun, von dem man weiß, dass man es tun muss. Ja, weil man sonst bereuen würde, es nie getan zu haben. Der sprechende Hut, der weiß schon, wo Energien hingehören. Der weiß das. Also da steht schon etwas fest, wie was wird. Aber es darf innerlich Klick machen, ne? Dass man es auch selber weiß, weil man es so fühlt. Ne? Spannend. Das ist spannend. Also das ist hier auch etwas, was sowieso klar ist, dass es so kommen wird. Ne? Klosglocken klar, um das mal hier in unsere Sprache zu sagen.
Eine klosklonklare Angelegenheit. Okay, dann schauen wir mal. Lieblingsposition der Community. Was wackelt in den Halmen, ne? Mit Bello the Wolf. Schauen wir mal, welche Energie wackelt in den Halmen? Was bekommt der Hund mit, von dem du noch nichts ahnst? Ne? Weil du noch so ein bisschen dödelig durch die Sommertage dödelst. Was steht an? Was steht an? Und zwar, du stehst an. Jetzt könntet, ne? Du bist hier bei jemandem sehr präsent, ne? Als Königin der Stäbe. Das ist so wie, ja, als ob du als Frau Semmelbrösel dich im hohen, hohen Gras versteckst, ne? Und aus der Ferne beobachtest, was in dieser Situation vielleicht bei deinem Herzensmenschen so los ist. Du bewegst dich hier deutlich nämlich auch in seinem Feld, bist in seinem Königreich unterwegs. Ja, und dann macht sich vielleicht auch bei ihm das Gefühl breit von, ich fühle sie, ich vermisse sie. Sie fehlt mir echt radikal. Ne? Und er sehnt sich hier im Endeffekt, also Vermissen und Mangel, das ist ja die reinste Sehnsucht. Er sehnt sich hier nach dir. Und dir geht es ganz genauso, weil du bist schon klammheimlich in seinem Feld unterwegs. Ne? Natürlich gut getarnt, ne? Mit deinem ganzen Rockeraffel. Ne? Also ich sehe dich da schon im hohen Gras. Mit Rüschen und ein bisschen Pomp. Ne? Seh ich dich da schon möglichst unauffällig, hin in Richtung deines Gegenübers bewegen. Du spekulierst hier, du wirst ihn auch wahrscheinlich beobachten. Ne? Also du wackelst in seinen Halmen. Das ist ja mal spannend. Ne? Weil es ist ja so, als Zuschauer fällt auf dich die weibliche Energie, ne? Sagen wir es mal so. Und jemand, auf den du schaust, der liegt in der männlichen Energie. Einfach, um es uns einfacher zu machen. Ne? So, schauen wir mal. Oh, guckt mal hier unten drunter, die Nachtigall. Nachtigall, ich höre dir trapsen, gell? Ich meine es ja nur mal so. So, was liegt denn da drauf auf dir in den Halmen? Vielleicht hast du auch so ein schönes Camouflage-Geraffel an. Ne? Das wäre wahrscheinlich besser. Oh, hier, da haben wir einmal die Nelke und Wolkenkuckucksheim. Hier ein Träumchen. Ne? Also, mit Wolkenkuckucksheim spürt dich hier jemand in seinem Feld, kann dich aber noch nicht ausfindig machen. Das ist ja so, das ist ja die Energie, die ist ja sehr ätherisch und ist die Energie des Luftschlosses. Also jemand denkt hier auch an dich und er denkt hier so stark an dich. Und du bist längst da. Ne? Also du spürst hier vielleicht auch, dass jemand an dich denkt. Also wir haben eine sehr starke Energetik gerade auf der Situation liegen. Du bist ganz nah in seinem Dunstkreis, nennen wir es doch mal so, in den hohen Halmen versteckt, mit deinem Camouflage-Geraffelrock, damit man dich nicht so sieht, ne? Weil so ein schreiendes Rot, das fällt ein bisschen auf. Und hier spürt dich auch schon jemand mit Wolkenkuckucksheim. Und dann haben wir hier auch noch die Nelke, diese absolut krasse Anziehungskraft. Ne? Und so, wie er sich zu dir hingezogen fühlt, ne, jetzt mal vorausgesetzt, dann gegenüber ist männlich, kann natürlich auch weiblich sein, ihr wisst schon, das steht über eben. Ne? So wie er dich in seinem Feld spürt, ja, so zieht es dich ja auch hin zu diesem Menschen oder in diese Situation, wer hier nicht auf die Liebe schaut. Hier ist ganz einfach eine magnetische Anziehungskraft da. Zwei denken hier aneinander, man fühlt sich, man spürt sich und es geht beiden ganz genauso und es geht hier auch um Ernte, Dankbarkeit und man weiß hier natürlich auch, jeder hat hier seinen Anteil dazu zu geben, sonst funktioniert es nicht. Ne? So sieht hier die Sache mal aus. Mit der Rune. Hirsch, ne? Ja, wann wird sie denn auftauchen aus den Halmen? Ne? Also, da kann man ja schon wirklich sagen, hier zeig dich und werde sichtbar. Ne? Also, das planst du wahrscheinlich auch. Also, du wirst dich hier nicht mehr lange verstecken können. Jetzt auch noch mit Hirsch. Also, es wird ja immer abenteuerlicher, ne? Aber jetzt stellt euch mal dieses Kleid vor. Ich finde das ja mega schön, so camouflagig. Ne? Das ist ja sowas, da stehe ich ja total drauf, ne? Auf dieses Tarn-Dings. Ne? Ich würde es sofort anziehen. Ich würde es wirklich sofort anziehen. Aber mit dem Teil hier kannst du dich nicht mehr lang verstecken und mit Hirsch schon mal gleich gar nicht. Also es kann hier wirklich sein,
dass jemand dich ganz genau wahrnimmt oder dass du dich auch absichtlich zeigst, ne? Dass du dich zu erkennen gibst. Da bin ich ja mal echt gespannt, wie diese Legung bei euch ankommt. So, fragen wir mal Uschi, die Katze, wie es denn auf der Herzensebene aussieht. Ne? Ja, wie sieht es denn im Herzlein aus in dieser Woche? Aha, die Acht der Münzen. Ne? Also hier braut sich was zusammen in der Gefühlsebene, kann man so sagen. Wir sehen hier das Hexlein, die Heilerin, am Kessel stehen. Und sie hat hier mehrere Zutaten und es kommt darauf an, wie sie diese zum Einsatz bringt. Es geht hier um das rechte Maß, nicht zu viel und nicht zu wenig. Sie wird hier aber dieses so bevollenden. Ne? Also man kann hier wirklich sagen, auf der Herzensebene braut sich was zusammen. Und der Moment, wo du im Feld, im hohen Gras deines Gegenübers sitzt und beobachtest, kannst du sicher sein, der fühlt dich längst, der spürt genau deine Präsenz. Das ist halt eben dieser Moment, wo man sagt, ja, ich spüre jemanden, ich spüre ihn ganz deutlich. Meistens geht es ja den Zuschauern immer so. Ne? Ihr kennt ja das Gefühl, wenn man jemanden spürt und manchmal so extrem, dass man das Gefühl hat, der steht hinter einem, haucht einem in den Nacken. So geht es aber deinem Gegenüber. Also dieser Mensch spürt dich, weil du bist in den Halmen versteckt. Ne? Und dieses sich gegenseitig spüren, dieses Wissen, es ist hier von beiden Seiten notwendig, was dazu beizutragen, dass es hier weitergeht oder dass etwas wieder besser wird. Das liegt in der Luft, weil man vermisst sich hier ganz stark, man folgt hier, also die Seelen fühlen sich hier auch ganz stark angezogen, man folgt hier dem Ruf der Seele, hier wird vermisst, hier wird gesehnt, ja, und zwar nach Verbundenheit. Ne? Die Seelen wollen hier in Kontakt, die wollen sich verbinden und das braut sich hier zusammen auf der Herzensebene. Ne? Das ist so, ja, als ob die Liebe zusammengebraut wird. Ne? Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und auf Gagamil gar keinen Fall zu viel davon, weil dann fliegt uns der Kessel wieder um die Ohren. Also es geht hier ganz stark um das rechte Maß der Dinge. Ne? Ja, Rosmarin, Rosemary, oh Rosemary, gell. Also da oben haben wir hier den Besen und den Rosmarin, gell. Also ist vielleicht auch ein feines Kraut, was dich unterstützen kann. So, das schauen wir aber mal weiter. Hier geht's ja noch weiter, Da braut sich also was zusammen im Herzlein. Was braut denn da? Oh, mit der Kutsche, Prozess. Es braut sich der Prozess und es löst sich hier auch. Hier löst sich was, ne? Ein Prozessanteil, kann man so sagen. Ne? Man könnte schon fast sagen, hier geht etwas weiter. Weil wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass hier ein Zutun beider Seiten in einer Situation notwendig ist, um eine Situation voranzutreiben, ne? Damit die Kutsche wieder weiterfährt, aha, voranzutreiben, Kuckuck. Da ist eben es notwendig, dass man zur richtigen Zeit das Richtige hinzugibt. Ne? Also hier wirken eben Kräfte zusammen. So wie diese ganzen Zutaten in dem Kessel wirken, wirken hier die Kräfte gemeinsam. Jeder kann sein Bestes dazu tun. Und mit der Maus löst sich hier was. Da kommt mir so richtig rein, als ob der Karren aus dem Dreck gezogen wird. Eine Stagnation wird hier beendet. Es kann sein, dass in der Verbindung, auf die du schaust, zwischenmenschlich, lapidar oder eben in der Liebe, sich hier was festgefahren hatte und dann ist aber daraus ist ein Mangel oder eine Sehnsucht entstanden. Und das ist ja hier der Tonus, ne? Es wird hier etwas wieder besser, wenn man gemeinsam etwas dafür tut. Es reicht nicht, wenn nur einer etwas tut. Aber wenn man hier eine Resonanz spürt oder die Anziehungskraft fühlt, die kannst du nur fühlen, wenn da irgendwo ein Kontaktpunkt ist. Ja, wenn es dem anderen ganz genauso geht. Und dann braut sich hier was zusammen auf der Herzensebene. Und du bist hier sowieso, ne, lungerst hier im Feld dieses Menschen rum und versteckst dich in den Halmen, ob mit oder ohne Camouflage. Ne? Also du wirst hier sowieso nicht mehr lange verborgen bleiben mit dem Hirsch. Und
Hier denkt auch jemand ganz stark an dich, der spürt dich doch schon hier mit Wolkenkuckucksheim, hier Anziehungskraft. Ne? Ihr fühlt euch hier gegenseitig hingezogen. Ne? Eine Hinziehungskraft ist das. Ne? Also aus Anziehungskraft wird Hinziehungskraft und dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen Ausziehungskraft. Ne? Also mit so viel Nelke, muss man ja gefasst sein. Ne? So. Und auf der Herzensebene, wo es ruckt, ne? Maus und Kutsche, da tut es einen Ruck. Und das ist dann vielleicht auch so diese spezielle Zutat, die ganze Sache vollendet oder rund macht. Dann ist die Suppe exquisit. Und dann geht es in der Liebe nämlich weiter im Prozess. Ja? Mit der Rune. Guckt euch das an, Lord, nichts hält das Licht auf. Also das finde ich ja auch, also diesen wunderschönen, gell, die habe ich also auch von euch bekommen, aber hier der Löwe, also der Löwe auf dem Herz, das ergibt ja immerhin erstmal nochmal das Löwenherz. Ne? Das Löwenherz und so ein Löwenherz ist ja auch mutig. Ne? Also es geht hier auch darum, den Mut zu haben, an einer Liebe dran zu bleiben, den Mut zu haben, diese Suppe zu brauen, weil man genau weiß, wenn ich sie gekocht habe, muss ich sie auch wieder auslöffeln. Egal, was dann schlussendlich draus geworden ist. Und dann muss ich diese ganze Suppe wieder auslöffeln. Und hier ruckt es ja, der Karren wird aus dem Dreck gezogen und dann kommt hier so eine Löwenkraft dazu. Dieses Roar, ne? Der Löwe brüllt über sein Königreich, als ob ein Herz wieder erwacht, ja? Das Löwenherz erwacht. Die Suppe wird vollendet. Die Reise geht weiter. Nichts hält das Licht auf. Also, das sind schon ziemlich starke Karten, wie ich finde. Ne? Da brauche ich erstmal einen ordentlichen Schluck Kaffee. Jui. So, und dann schauen wir mal. Was ist denn die weitere Aussicht, ne, in der fraglichen Angelegenheit? Konstantin Kikeriki. Oh, man sieht ihn auch ganz perfekt. Ne? Finde ich gut. Wie geht denn das dann weiter? Noch mehr Hexen. Ach du lieber Heiland. Ja, ich habe gerade noch gesagt, Mut ist vorausgesetzt, weil hier haben wir jetzt den ganzen Kessel. Ach du liebes Lieschen. Da sehe ich ja schon so, wo die Community auch stehen. Gell? Spaß beiseite, aber guckt euch das an. Ne? Also hier ist unter Umständen doch was ausgerutscht. Ne? Also Kessel, hier die Lage noch voll im Griff. Man weiß genau, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ne? Man weiß genau, man darf diese Suppe auslöffeln. Und dann wurde es hier aber ganz schön heiß. Es ist aber zum Glück nur die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe steht für eine Herausforderung. Ne? Man muss jetzt auch mit der Suppe umgehen, die man sich da zusammengebraut hat. Ne? Mut ist erforderlich, weil um diese Verbindung zu leben, um die es hier geht, ne? Also das können, ich bleibe dabei, das können nur beide Beteiligten zusammen schaffen. Egal, ob du auf die Liebe schaust oder auf ein anderes zwischenmenschliches Thema oder auf was Vertragliches oder weiß der Geier, da muss von beiden Seiten was kommen, sonst funktioniert es nicht. Und das ist nach wie vor eine ziemlich heiße Kiste, ne, die einem um die Ohren fliegen könnte, wenn man hier die Kontrolle verliert. Ne. Und guckt euch das mal an. Hier unten brennt schon der Boden. Und wenn man jetzt mal hier genau ins Detail geht, der Karte. Hier, die diskutieren hier oben rum. Habe ich nicht gemacht, war ich nicht. Doch, du hast ganz genau zu viel von diesem ganzen Rosmarin da rein. Nee, habe ich nicht. Ich habe den Thymian reingemacht. Hat die Pfeffer reingemacht? Nein, es war Chili. Ich schwöre dir, es war Chili. Chili mit oder ohne Schokolade. Ne? Und während die hier oben rumdiskutieren, brennt hier unten schon der Boden. Und wenn man hier nicht achtsam ist, geht man hier in Flammen auf. Ne? Das bedeutet, also zukunftsweisend, muss man hier wirklich achtsam sein und das Süppchen, was man hier auf der Herzensebene zusammenbraut, natürlich auch kontrollieren. Das haben wir ja oft als Thema. Ja? Wenn du etwas nicht kontrollieren kannst, dann kontrolliert es dich an irgendeinem Punkt. Und dann ist es nicht mehr lustig. Ne? Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist so ein alter Spruch, an dem so viel Wahres ist. Natürlich ist es gut zu vertrauen, ne? Aber blindes Vertrauen ist dann auch wieder ein Ungleichgewicht. Also man muss hier wirklich achtsam und wachsam sein, weil die Situation, auf die du schaust, die ist so ein Stück weit davon abhängig,
dass die Beteiligten an einem Strang ziehen. Ne? Und wenn einer wegschnarcht und nicht mehr achtsam ist, kann das ganze Ding wieder kippen. Ne? Oder wenn einer übersteigert wird und ins Habenwollen geht, kann das ganze Ding wieder kippen. Ne? Also hier geht es wirklich auch ein Stück weit um Balance, auch wenn hier nirgendwo eine 2 der Münzen gefallen ist, wo es ja auch ums Gleichgewicht geht. Aber es geht hier ums Gleichgewicht. Das kriege ich deutlich rein. Ja? So, schauen wir mal, was sich da noch drauf legt. Schicksal, Nein, Uhu. Ne? Also das Spinnrad, das Nein und der Uhu. Man muss hier ganz einfach vorausschauend denken. Also es ist kein Kann und kein Sollte. Wenn man will, dass es hier gut geht, muss man das tun. Es gibt ja immer das, was man will, was man erreichen will. Ne? Zum Beispiel, wenn man hier auf der Gefühlsebene Suppe braut. Es gibt ein Ziel, was da ist, auch auf der Herzensebene. Und es soll ja hier möglichst gut werden. Die Suppe soll ja schmecken. In Zukunft darf man sich hier aber auch die Frage stellen, was will man nicht? Weil wenn man hier nicht achtsam ist, ne, dann kann das Ganze hier sehr schicksalhaft werden, nämlich in dem Moment, wo hier die Röcke Flammen fangen. Will man das? Der Uhu steht ja für strenge Führung, prompte Quittung, er hat die Zahl 32 im Gepäck. Ne? Der Uhu ist ein weiser Ratgeber. Der ist vorausschauend. Der sagt, hold weit. Ne? Ich gebe dir den guten Rat. Ich gebe euch den guten Rat. Diese Suppe nicht überzustrapazieren. Ne? Also wenden Sie an, was Sie gelernt haben. Und wenn Sie ein kleines Explosionspulver hinzugeben, dann wird die Suppe Ihnen auch um die Ohren fliegen. Ja? Also strenge Führung, prompte Quittung. Ne? Was weißt du oder dein Gegenüber, was wisst ihr? Weil wir haben festgestellt, die Kraft aller Beteiligten muss hier investiert werden. Es geht hier nicht nur um das Zutun eines Einzelnen. Was wisst ihr, was in die Suppe rein darf? Keine Experimente. Dann tu auch nur das rein, was rein gehört. Sonst fliegt es dir um die Ohren. Die Zahl 32 steht ja dafür, strenge Führung, prompte Quittung. Wenn du weißt, was zu tun ist, dann tu, was du weißt. Und wenn du nicht tust, was du weißt, obwohl du weißt, was zu tun wäre, dann kommst du vom Weg ab. Und dann gibt es Daumenschrauben, nämlich in Form von Konsequenzen. Dann brennt dir der Kittel. Ja? Dann machst du eine bittere Erfahrung. Also es geht hier wirklich darum, umzusetzen, was man weiß. Ansonsten kann das Schicksal vom geschickten Heil auch sehr schmerzhaft und schneidend sein. Ne? Also das Nein, das, was sollte ich nicht tun, um die Suppe zu gefährden, spielt hier eine große Rolle, auch in Zukunft. Es geht hier wirklich um Achtsamkeit miteinander. Dann funktioniert's. Dann funktioniert es in dieser Verbindung. Ohne Achtsamkeit, wenn hier der Schlendrian einkehrt, dann funktioniert es nicht. Ne? Aber diese beiden, um die es hier geht, die bedeuten sich was, die sind sich wichtig. Die fühlen sich zueinander hingezogen. Ne? Aus Anziehungskraft wird Hinziehungskraft und vielleicht auch Ausziehungskraft. Ja? Wir haben es ja schon erörtert. Aber da geht es wirklich darum, dass beide ihr Bestes investieren. Und da sind wir wieder bei dem Invest, damit das ganze Ding funktioniert und einem nicht um die Ohren fliegt. Und da schauen wir noch, welche Rune sich da drauf legt. Da haben wir jetzt noch die Gefährten. Also hier geht es natürlich um ein Seelenband oder um Seelenbande, um eine Gefährdenschaft. Das kann natürlich auch um eine Freundschaft gehen. Es kann auch bezeichnen, dass die beiden oder die Personen, vielleicht sind es ja sogar mehr als zwei, das weiß man ja nicht, die sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein können. Ne? Die haben vielleicht auch völlig unterschiedliche Ansichten. Das ist ja eben das Schwierige. Ne? Deswegen kann ja die Suppe ständig entgleisen oder überkochen. Ne? Also es geht hier um eine Gefährdenschaft. Es geht hier vielleicht auch um Treue, Freundschaft, Loyalität. Ne? Was bedeutet denn eigentlich Freundschaft und Loyalität? Was ist das?
Raum schenken, ja, den Raum, also jedem der Beteiligten seinen eigenen Raum auch zugestehen. Oder es kann natürlich hier auch um die Gefährdenschaft auf Seelenebene gehen, um die Seelenpartnerschaft oder die Seelenliebe, ne, weil dass diese vier sich hier begegnet sind, das ist ja mehr als schicksalhaft, ne? Ja, und das liegt da schlussendlich drauf. Und natürlich sind auch solche Verbindungen, die halt auch so ein bisschen einen spirituellen Background haben, ne, die sind natürlich auch sehr herausfordernd und ja, von Herausforderungen nahezu geprägt, muss man ja schon sagen. Ne? Spannend. Und dann schauen wir noch unter das Deck. Und da haben wir die Sechs der Stäbe. Und die Sechs der Stäbe ist ja die Karte von Sieg, Glanz und Gloria. Ne? Also wir haben hier den Applaus und hier wird ja gemeistert. Ne? Also hier kommt mir ganz deutlich auch das freie Geben rein. Was habe ich denn zu geben, was einem anderen die Ehre erweist? Ne? Wenn ich selbst siegreich bin, und man sieht ja hier die Person in der Mitte in ihrem schicken roten Gewand, die ist ja siegreich. Ne? Also die hat es ja geschafft. Und was hat sie? Rote Rosen, ne? Wolle Rose kaufen. Nein, schenken. Ich schenke dir eine Rose. Die gibt aber was von ihrem Ruhm ab. Ne? Also sie gibt ab und das macht sie dann halt auch sehr beliebt, kann man so sagen. Ne? Und das kommt halt gut an. Ne? Also das ist niemand, der sagt, das ist mein Sieg, ne? Und das ist alles meins, sondern das ist dieses Abgeben, auch dieses Glück mehrt sich, wenn man es teilt. Ne? Das liegt also so unter dem Stapel, nur so als Zusatzbotschaft, und unter Erat Aliquando liegt dann das Ja. Und so soll es sein. Ne? Das wäre der richtige Weg. Eine wunderschöne Energie. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen den Nachmittag unterhalten oder wir sind ja schon wieder am Abend, an den Frühabend oder eben den neuen Morgen oder euch ein schönes Träumchen in der Nacht bescheren. Wer weiß das schon. In diesem Sinne freue ich mich aus ganzem Herzen, wenn ihr mir einen lieben Kommentar, ein Like oder ein Abo dalasst. Und für euch gibt es jetzt noch ein Tarot-Only. Und wenn ihr das seht, habt ihr das schon längst gehabt. Gell? Also, ihr Süßen, habt noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wie auch immer. Bis später. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.